Ein attraktiver Preis. Kurze Lieferzeiten. Der Hyundai i10 als Connect & Go Sondermodell. Was sich dahinter verbirgt, jetzt im Video. So Marvin, bevor wir gleich richtig durchstarten und das Sondermodell Connect & Go vom Hyundai i10 vorstellen, was verbirgt sich hinter dem Hyundai i10? Der Hyundai i10 ist ein Stadtflitzer, ein Kleinwagen, perfekt für kleine Familien, Fahrten in der Stadt. Ja, okay. Und jetzt haben wir hier ein Sondermodell. Was ist so die ganz große Stärke dieses Sondermodells oder warum gibt es das überhaupt? Die Lieferzeit, ganz klar. Also wir haben eine Lieferzeit von circa 4 Monaten und das ist in der momentanen Marktsituation einfach extrem schnell. Okay, also da drauf nochmal, das ist ja das große Thema gerade, Verfügbarkeit und auch im Kleinwagensegment ist einfach kaum ein Fahrzeug schneller wie ein halbes Jahr verfügbar, beziehungsweise eher noch längere Lieferzeiten, und Hyundai hat jetzt sich konzentriert und hat gesagt, wir produzieren hauptsächlich ein Modell und das ist dieses Connect & Go Sondermodell. Heißt, da werden keine Optionen, keine andere Ausstattungsvariante produziert, sondern volle Konzentration auf dieses eine Modell und dafür schnellere Lieferzeiten. Und mit 4 Monaten sind wir da im Wettbewerb richtig, richtig schnell. Genau. Ja? Gibt aber auch noch ganz interessante Preisgestaltung. Ja. Preislich liegen wir beim Fahrzeug bei 15.800 Euro. Da ist auch schon alles abkalkuliert, also da kommt kein extra Rabatt mehr drauf. Das ist der Festpreis. Genau, also UPE ist quasi so runter gezeichnet, dass es keinen Rabatt gibt, sondern hier mit 15.800 Euro ein ganz klarer Preis. Ja. Motor, Getriebe, was haben wir da? Wir haben einen 1,0-Liter Motor, 67 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe. Okay, also auch das einfach eine Richtung. Ja. Ganz schlank halte. Farben? Farben haben wir relativ viel Auswahl. Da haben wir 5 Stück. Wir haben einmal weiß, schwarz und dunkelgrau, wie man es kennt. Dann haben wir einmal das schöne Silber hinter uns und ein Mintgrün. Okay, ja, aber mit 5 Farben jetzt auch nicht die Riesenauswahl. Auch da die Strategie halt, man produziert eigentlich immer das richtige Fahrzeug. Ja? Und dann geht es auf die Ausstattung. Da, genau. Was müssen wir uns darunter vorstellen, was hat das Connect & Go Sondermodell? Also wichtig, das baut auf die Version bzw. auf die Ausstattung Select von Hyundai auf. Connect & Go aus dem Hintergrund, wir haben ein Navigationssystem drin, wir haben Bluelink-Dienst mit drinnen und dann haben wir noch andere Sachen wie zum Beispiel LED-Scheinwerfer. Wir haben eine Klimaanlage, beheizbares Lenkrad aus Leder und eine Sitzheizung. 15 Zoll Leichtmetallfelgen, ein schönes 8 Zoll Display und ganz wichtig, eine Rückfahrkamera mit Einparkhilfe hinten. Okay, also letztendlich dann doch schon viel, viel Ausstattung drin. Ja. Also nochmal zusammengefasst, was mir wichtig ist, ist immer Sitzheizung ist drin für den Winter, ja. Rückfahrkamera mit Farbe, Navi, Bluelink heißt, ich kann mein Handy ganz unkompliziert damit verbinden. Ja, alles da für einen attraktiven Preis. Heißt, wer sich jetzt kurzfristig für einen Kleinwagen interessiert, ich glaube, der kommt am Hyundai i10 nicht vorbei. Marvin und unsere Verkaufsmannschaft wissen letztendlich ganz genaues dann, also wenn es dann wirklich ums Detail geht, wie lang ist aktuell die Verfügbarkeit, kann sich trotzdem verändern. Aber aktuell sind wir eben bei diesen 4 Monaten. Und ja, wenn Fragen sind, ab in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like oder ein Abo dalässt. Dann könnt ihr uns weiterverfolgen. Das Sondermodell Connect & Go gibt es nämlich nicht nur beim i10, sondern auch beim i20 und i30 und beim Hyundai Bayon. Genau. Bleibt dran, gibt weiter immer alles Spannende und Interessante rund um unser Autohaus. Wir freuen uns und bis bald.